Wolf Fuß und Frank Buschmann melden sich vom Endspiel der UEFA Champions League. Und zwar aus dem Atatürk-Stadion. Was für eine Kulisse also für dieses Finale. Das ist Begeisterung pur, das ist Vorfreude pur. Es ist der Höhepunkt des Fußballjahres. Schön, dass Sie dabei sind. Das wird ein Leckerbissen heute. Paris Saint-Germain gegen Manchester United. Die Einschaltquoten sind ganz sicher auch heute wieder überragend. Weltweit schauen hunderte Millionen Fußballfans zu. Ich glaube, jeder hat so seinen Verein, zu dem er hält. Auch wenn es nicht der eigene Lieblingsclub ist. Dieses Spiel lässt niemanden kalt. Finale der UEFA Champions League. Finale der UEFA Champions League. Und es ist keine allzu große Überraschung, dass PSG dabei ist. Einfach einer der besten Clubs. Ist im Moment eine tolle Mannschaft. Jetzt sehen wir, wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. Sie haben sich fürs 4-2-4 entschieden. Das ist schon ein bisschen überraschend, Wolf. Warten wir mal ab, wie sie es wirklich auf dem Rasen gestalten. Das wirkt sehr offensiv. Hier ist die heutige Aufstellung von Manchester United. Auf der Torhüterposition David De Gea. Harry Maguire spielt neben Raphael Varane in der Abwehr. Und im Sturm sollen es...